Servus, liebe Shisha-Freunde. Gute, was geht ab? Wir haben heute einen neuen Tabak für euch. Das ist der Holster Eisbomb. Die sind relativ neu auf dem Markt. Da werde ich später noch was zu sagen. Das Ganze soll Eisbonbon sein. 17,90 Euro, 200 Gramm. Schnitt. Blenden wir euch ganz kurz mal oben ein. Das Design von der Dose auch, weil von hier seht ihr das nicht so gut, ne? Natürlich nacheinander. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an die Tipsy-Dosen. Also schwarzer Deckel, Aluminium-Metall, irgendwas, keine Ahnung. Dose, also Verpackung außenrum. Das Ganze relativ molassendicht, das heißt, die Molasse läuft euch nicht raus. Ja, also ich finde die Dose gut gelungen. Es erinnert so an eine Erdnussdose, wo man diese gesalzenen Erdnüsse drin holt. Vom Prinzip her nur ein bisschen länger gezogen, aber eigentlich ganz geil. Jo, welche Kohle wir benutzen? Wir benutzen Jakic-Kohle. Denn Tabak, der ist relativ fein, mittel bis fein, also eher das Feine. Fair, ne? Ja, im Schnitt. Wo wir den her haben, genauso wie die Kohle, die haben wir von Keiko Shisha World in Offenbach. Kleine Werbung. Grüße gehen raus an dich, ja, was kann man noch sagen? Der Preis kostet 17,90. Hab ich schon gesagt, du Schwuchtel. 200 Gramm. Ja. Scheiße. Egal, lassen wir drin, ist lustig. Was für ein Spasti. Okay, alles klar. Ja, wir haben hier heute den Somo-Kopf, also den Hooker John. Das Ganze ist meiner Meinung nach, also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, es ist ein Steinkopf, es müsste eigentlich ein Steinkopf sein, alles andere wird mich jetzt überraschen oder so. Da einfach dann den Kopf verblenden wir euch gerade mal kurz ein, oben in der Ecke. Da haben wir einfach den Tabak fluffig reingelegt, nicht angepresst, gar nichts, dann Alufolie drüber gespannt, vierlag geht, man kann auch Panzerfolie, also Panzeralufolie nehmen, ist auch gar kein Thema. Dann mit einem relativ feinen Stecher, also mit diesen Rouladenpieksern, dann haben wir die Lochung gemacht, ganz normal einfach im Kreis bis zum Bitte freigelassen, weil es ja ein Funnel ist in dem Sinne. Weil sonst hast du einen scheiß Durchzug oder ziehst halt Luft mit rein. Ja. Dann einfach die drei Jakic-Kohlen draufgelegt. Drei Jakic-Kohlen mit dem Sieb. Von Keiko Shisha World. Und los geht der Spaß, ja. Also, fang mal an, sag mal irgendwas zum Geschmack, was du davon hältst, so wie du den findest. Meiner Meinung nach ist der Tabak gut. Also, er kratzt. Wie, er ist gut? In welcher Hinsicht? Er kratzt nicht, er drückt nicht. Ja, okay, aber... Er kratzt nicht, er drückt nicht. Er ist aber ein bisschen stark. Wenn man Anfänger ist vom Shisha-Rauchen, würde ich ihn nicht direkt als ersten Tabak rauchen. Aber er schmeckt auf jeden Fall frisch. Er ist sehr erfrischend. Er ist meiner Meinung nach sehr gut. Nur, wie gesagt, für Anfänger meiner Meinung nach kratzt ein bisschen, wenn man noch nicht so Erfahrung hat mit dem Shisha-Rauchen. Ansonsten finde ich den gut. Also, sehr gut sogar. Ja, genau. Also nochmal ganz kurz, haben wir gerade vergessen, den Geruch. Ne? Wenn man die Dose aufmacht. Man hat die eine Minute offen, dann ist der ganze Raum mit Eisbonbon-Geruch komplett das voll. Geil. Das ist total geil. Wer es mag, ne, ist natürlich immer Geschmackssache. Es riecht süßlicher, als es dann schmeckt, finde ich. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber es riecht jetzt nicht irgendwie so abstoßend, ekelhaft nach Eisbonbon geschmeckt. Also es riecht so, wie die Eisbonbons, die man im Laden kaufen kann, einfach schmecken. So. Wenn man es raucht, ist es dann nicht mehr ganz so süßlich, finde ich. Aber es schmeckt trotzdem brachial gut. Also meine Meinung ist dazu auch, lässt sich ganz entspannt rauchen, drückt nicht, kratzt nicht so. Das ist sau geil einfach. Also ich feiere den Tabak, ist einer meiner Lieblingssorten gerade. Weil ich eh schon Eisbonbon-Tabak feiere, seitdem ich Shisha rauche eigentlich. Nur ich hatte von Ottermann, glaube ich, war das einmal eine Dose. Die haben die nicht mehr im Sortiment gehabt oder ich finde die zumindest nicht mehr. Das sind diese etwas größeren Dosen gewesen. Ich glaube, es waren sogar 500 Gramm, die ich mir damals gekauft habe. Der war echt gut. Und ich muss echt sagen, der Holster, der übertrifft das Ganze nochmal um Welten. Das ist echt krass. Also den kann man sich wirklich kaufen. Das ist echt einer der besten Eisbonbon-Tabaks, die es mittlerweile auf dem Markt gibt. Der ist nochmal einen Ticken besser als der von Shades. Ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Obwohl die sehr ähnlich schmecken. Schmecken ähnlich, aber ich finde, der hat noch ein bisschen eine angenehmere Note drin, als halt der Shades. Ja, an sich so ganz entspannt zum Rauchen. Ja. Für Leute, die was Erfrischendes brauchen, auf jeden Fall perfekt. Perfekt. Kaufempfehlung ist auf jeden Fall drauf. Von mir auf jeden Fall auch, noch ganz kurz dazu. Tabaksorte an sich ist ein Virginia-Tabak, das heißt, also Virginia A ist von der Qualität her einer der hochwertigsten, die man momentan auf dem Markt bekommen kann. Es ist sogar der hochwertigste. Früher haben sie ja nur Molasse hergestellt. Richtig, mittlerweile machen sie komplett fertigen Tabak. Also die Holster kennt man schon von den Molassen, der ein bisschen Ahnung von Shisha hat. Das Logo müsste auch bekannt sein. Wir haben früher eine Molasse gemacht, dann musstest du es selber anmischen halt. Ein paar Wochen, Monate stehen lassen, je nachdem, wie jeder das halt mag. Mittlerweile gibt es den halt jetzt seit neuestem, ich glaube gerade seit einer Woche maximum oder so, Freitag letzte Woche. Ach so. Wir haben jetzt heute, ungefähr, nicht mal seit einer Woche, jetzt seit 3-4 Tagen gibt es den auf dem deutschen Markt. Wir haben natürlich als erstes von unserem Bro nochmal, Kerem, liebe Grüße, direkt die Dose uns geholt. Geht auf jeden Fall raus, ja. Bei dem auf jeden Fall vorbeischauen. Auf jeden Fall mal vorbeigucken, falls ihr aus der Umgebung Hanau, Offenbach, Frankfurt kommt.
Goethestraße 50, lass dir mal irgendwas da, gib dir mal ein bisschen Geld, einfach werf dir mal ein bisschen Geld hinter die Kasse. Der freut sich darüber. Nein, Spaß, aber also von mir auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung da. Ja. Ich würde sagen, das war's dann auch schon von uns, denn soweit haben wir alles. Achso, was ich noch vergessen habe. Ganz wichtig, wenn ihr den im Tonkopf raucht, weil ich habe den jetzt auch gestern mal im Tonkopf probiert, da geht der auch ganz entspannt, aber ich finde halt im Hooker John kommt der Geschmack einfach, also im Funnel generell, ich nehme auch an, ich habe auch unser Vierkopf, da geht er dann genauso flockig runter. Also kann man eigentlich ganz entspannt rauchen, ohne Probleme, aber ich finde den, wie gesagt, im Hooker John besser. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Funnel habt, baut den mal da drin, testet es aus. Ich finde den Geschmack da drin einfach intensiver und schmeckt einfach brachial gut. Der schmeckt krank. Also wirklich, ja, wie wenn ihr den Eisbonbon lutscht, halt nur ein bisschen weniger süßlich. Ansonsten ist es genau das Gleiche. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, ne? Würde ich sagen, wir haben es dann ja soweit. Ja, soweit haben wir alles. Ja. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiedersehen!